والحياة والنجاة والهناء والرجاء همه أن يستقل أو يبين أو يجيب نستقي من الركاء ولن نكون للعداء كالعبيد ولا بالسرور لو شمس الصبح. Ich jetzt kurz beantworten und erklären, was es mit dieser Parole eigentlich genau auf sich hat. Welche Parole? Die Parole from the river to the sea, Palestine will be free. Diese Parole. Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs war eine Einzelfallentscheidung. Das heißt, der Verwaltungsgerichtshof hat der Veranstalterin einer Versammlung von nächster Woche gestattet, diese Parole auf Plakaten und beim Rufen zu verwenden. Das Gericht hat argumentiert, dass ein Pauschalverbot der Parole gegen die freie Meinungsäußerung und somit gegen das deutsche Grundgesetz verstößt. Das Versammlungsbüro der Stadt München argumentierte nämlich, dass die Parole immer und von jeder Person in Verbindung zur Hamas gesetzt werden könne und somit grundsätzlich auf allen Versammlungen verboten sei. Free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Statistik von über 30.000 kriegszusammenhängenden Toten ist stark unterschätzt. Free, free Palestine! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Freiheit für Palästina! Up, up with liberation! Oh! zusammen!